Grünliche Schleier befinden sich momentan im Wasser des Anlagensees in Tübingen. Hierbei handelt es sich um Blaualgen. In höheren Konzentrationen können sie gesundheitsgefährdend für Mensch und Tier sein. Der Anlagensee sei zwar kein Badesee, aber die Stadtverwaltung weist trotzdem vorsorglich darauf hin, nicht ins Wasser zu gehen und auch Hunde vom Wasser fernzuhalten. Die Stadt geht davon aus, dass die Entschlammung des Mühlbachs der Grund für die Blaualgen ist. Noch diese Woche sollen die Entschlammungsarbeiten abgeschlossen werden. Dann rechnet die Stadt auch damit, dass sich die Situation im Anlagensee wieder entspannt.